Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow hat heute den ersten Schritt zu einer radikalen Kehrtwende in der Sowjetunion getan. In seiner mit Spannung erwarteten Rede vor dem Zentralkomitee schlug er vor, auf das Machtmonopol der KP zu verzichten. Zugleich sprach er sich dafür aus, andere Parteien zuzulassen. Die Partei sei bereit, mit diesen zusammenzuarbeiten und einen Dialog mit allen Organisationen zu führen, die auf dem Boden der Verfassung stünden. Aus Moskau, Gabriele Krone-Schmalz. Auch die sowjetische Nachrichtensendung Vremya berichtet ohne Bilder vom ZK-Plenum. Denn diesmal findet das Treffen wieder hinter verschlossenen Türen statt. Folgende Vorschläge von Michail Gorbatschow liegen auf dem Tisch. Der schon einmal vorverlegte Parteitag soll nun nochmal vorverlegt werden, auf Juni oder Juli dieses Jahres. Dann soll der Posten des Generalsekretärs abgeschafft werden, also einer der beiden Posten, die Gorbatschow selbst innehat. Lediglich ein Parteivorsitzender soll die Kommunistische Partei künftig führen. Wie deutlich Gorbatschow in seiner Rede geworden ist, lässt sich bei TASS nachlesen. Der ideologische Dogmatismus vergangener Jahrzehnte müsse weg. Die umfassende Demokratisierung in der sowjetischen Gesellschaft gehe einher mit zunehmendem politischen Pluralismus. Und dieser Prozess, so Gorbatschow wörtlich, kann in einer gewissen Etappe auch zur Bildung von Parteien führen. Die KPdSU sei bereit, diesen neuen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Man muss natürlich erst mal abwarten, ob das Plenum die Vorschläge Gorbatschows so annimmt oder nicht. Bisher heißt es allerdings, es habe keine wesentliche Kritik daran gegeben. Wenn Gorbatschow damit durchkommt, dann bedeutet das eine ungeheure Beschleunigung seiner Politik, ein großes Stück Glaubwürdigkeit innerhalb der Bevölkerung, die ja erst gestern wieder in einer Massendemonstration in Moskau gefordert hat, das Machtmonopol der Kommunistischen Partei abzuschaffen. Wie es scheint, ist Gorbatschow nicht länger gewillt, sich von anderen Ostblockstaaten in puncto Demokratisierung überholen zu lassen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes regiert in der DDR die Opposition mit. Die in PDS umbenannte SED hat damit auch zum ersten Mal die Mehrheit im Ministerrat verloren. Die neuen Kabinettsmitglieder wurden heute der Volkskammer vorgestellt. Sie billigte zugleich die Vorverlegung der Parlamentswahl auf den 18. März. Mit Zustimmung der Volkskammer hat die DDR seit heute eine Regierung der nationalen Verantwortung, in der zum ersten Mal auch Minister der Opposition sitzen. Auf Antrag von Ministerpräsident Modrow wählten die Abgeordneten 8 Vertreter des Runden Tisches als zusätzliche Minister ohne Ressort, darunter auch Tatjana Böhm vom Unabhängigen Frauenverband. Eine wichtige Funktion als Verbindungsmann zum Runden Tisch übernimmt Wolfgang Ullmann von Demokratie Jetzt. Modrow hatte die Erweiterung mit der sich ständig verschlimmernden Lage im Land begründet. Sicherlich ist zumindest für die DDR die Vorstellung ungewöhnlich, dass an der Willensbildung einer Regierung nun 13 verschiedene Parteien und politische Gruppen beteiligt sein werden. Andererseits meine ich, dass die Übernahme von Verantwortung auf breiter Basis jetzt und gerade jetzt erforderlich ist. Die neuen Minister sollen auch in die Delegation aufgenommen werden, die Modrow zu seinem Arbeitstreffen mit Bundeskanzler Kohl am 13. Februar nach Bonn begleitet. In diesem Zusammenhang schwächte Modrow vor der Volkskammer seine Forderung nach militärischer Neutralität eines geeinten Deutschland ab. Wenn das ein Streitpunkt sei, solle man darüber diskutieren. Ich teile also die in Davos geäußerte Ansicht von Herrn Kohl, dass der Weg zur deutschen Einheit kein mechanischer Ablauf ist, der mit Fahrplan und Stoppuhr geplant oder gar forciert werden soll. Ministerpräsident Modrow warnte, trotz der Ungeduld vieler Bürger, vor einem Hauruckschritt. Verantwortung der Deutschen, und sie ist bekanntlich besonders groß, sollte sich in einem Zusammenwachsen, nicht aber in einem Zusammennageln zeigen. Hauptthema am Runden Tisch in Ost-Berlin war heute erneut die schwierige Wirtschaftslage der DDR. Der Vorsitzende der Wirtschaftskommission des Ministerrates Grünheit erklärte, das Produktionsniveau werde 1990 voraussichtlich um 4-5% unter den Vorjahresstand sinken. Grund dafür seien langsames Arbeiten, Streiks und die Ausreise tausender Arbeitnehmer. Bereits im Januar sei die Tagesleistung der Industrie auf das Niveau von 1985 heruntergedrückt worden.
Wann immer das Thema Wirtschaft am runden Tisch zur Sprache kommt, gibt es für die DDR-Bürger neue Hiobsbotschaften. Das war auch heute wieder so. Streiks, Mängel in der Leitung der Betriebe und weitere Ausreisen haben im Januar dieses Jahres das Produktionsniveau auf den Stand von 1985 sinken lassen. Einen Ausweg aus der wirtschaftlichen Misere sehen viele Bürger, aber auch Oppositionsgruppen, in einer schnellen Einführung der D-Mark in der DDR. Unumstritten ist eine solche Maßnahme nicht, könnte sie doch Schließung von Betrieben und damit Entlassungen bedeuten, Abwertung der Ostmark, Souveränitätsverlust und eine Vorwegnahme der deutschen Einheit. Das Thema, was hier eben angesprochen worden ist, ist von seiner politischen Tragweite und von seinen sozialen Konsequenzen so weitreichend und so tiefgreifend, dass es doch wohl Gegenstand eines Volksentscheides sein sollte. Eines Volksentscheides über die deutsche Einheit, der dann zugleich die Frage der Währungspolitik einschließen könnte. Zunächst möchte die Regierung für die Bürger einen begrenzten Umtausch von Ostmark in D-Mark erreichen, im Verhältnis 1:1 oder 1:2. Gestützt werden soll der Kurs durch die Bundesbank. Weiter denkt die Regierung an einen bundesdeutschen Lastenausgleich, Höhe 10 bis 15 Milliarden D-Mark. Einig ist sich der runde Tisch in der Kürzung der Subventionen. 58 Milliarden Mark zahlt der Staat zurzeit, um Lebensmittel- oder Energiepreise und Mieten künstlich niedrig zu halten. Bei aller Bereitschaft zu kürzen, fürchten viele jedoch um das, was gemeinhin als sozialistische Errungenschaften bezeichnet wird. Der Bonner Regierungssprecher Vogel wies die Forderung nach einem Lastenausgleich für die DDR inzwischen als völlig unrealistisch zurück. Es gehe jetzt nicht um eine Bewältigung der Vergangenheit, sondern um die Gestaltung der Zukunft. Voraussetzung für die geplante finanzielle Unterstützung sei der Übergang zur Marktwirtschaft. Nur so könnten die Hilfen greifen. Auch in der Bundesrepublik werde die Möglichkeit einer Wirtschafts- und Währungsunion als Ziel diskutiert. Allein die Einführung der D-Mark in der DDR würde die Probleme aber nicht lösen. Die geplanten Wahlkampfauftritte von bundesdeutschen Politikern in der DDR haben heute zu einer Auseinandersetzung am runden Tisch geführt. Das Gremium beschloss mit Mehrheit aus Gründen der Chancengleichheit auf Gastredner aus der Bundesrepublik und West-Berlin zu verzichten. Die DDR-CDU, die SPD und der Demokratische Aufbruch erklärten nach der Sitzung, sie fühlten sich an dieser Entscheidung, die gegen ihre Stimmen gefallen war, nicht gebunden. Auch in Bonn rief der Beschluss, außer bei den Grünen, Kritik hervor. Die Parteien sollten über die Gäste bei ihren Wahlkampfveranstaltungen selbst entscheiden. Bei der Union löste heute Morgen die Entscheidung des runden Tisches Unverständnis und Verärgerung aus. In der Parteizentrale der CDU, wo man zurzeit versucht, ein konservatives Bündnis in der DDR zustande zu bringen, hieß es, Wahlkampfauftritte westlicher Politikerinnen und Politiker lägen allein in der Entscheidung der einzelnen Parteien dort. Wenn darüber gesprochen wird, dass wir uns finanzpolitisch, währungspolitisch in der DDR engagieren müssen, Verantwortung übernehmen müssen, um den Kollaps zu vermeiden, es ist etwas weltfremd zu glauben, dass dann die Politik draußen bleiben kann, also die D-Mark in die DDR und die Politiker aus der Bundesrepublik draußen. Die SPD machte heute klar, sie respektiere nur das Votum der SPD in der DDR. Nur wenn die Westauftritte in ihren Veranstaltungen nicht wünsche, unterblieben sie dann auch. Ich denke, der runde Tisch kann nicht entscheiden, dass wir nicht mehr einreisen dürfen. So weit kann es in der DDR nicht gehen, weil auch wir Kontakte zu Landsleuten drüben haben. Kurzum, das muss die SPD drüben entscheiden und sie wird uns Ratschläge geben. Das FDP-Präsidium reagierte verärgert und nannte heute den Beschluss mit demokratischen Prinzipien nicht vereinbar. Allein die Grünen begrüßten die Entscheidung in Ost-Berlin. Dies sei eine wichtige Initiative, um endlich einen eigenständigen Wahlkampf zurückzugewinnen. Trotz des Votums des runden Tisches werden also Union, SPD und FDP auf ihre massive Wahlkampfhilfe für ihre jeweiligen Partnerparteien nicht verzichten. Die maßgeblichen Politiker planen weiterhin zahlreiche Auftritte in der DDR. Vertreter der Republikaner dürfen sich in der DDR vorläufig nicht politisch betätigen. Die Abgeordneten der Volkskammer beschlossen mit nur einer Gegenstimme ein entsprechendes Verbot auch für alle Organisationen gleicher Zielsetzung. Eine endgültige Regelung soll in das zukünftige Parteiengesetz eingebaut werden. Etwa 100.000 Menschen haben sich in Leipzig am Abend wieder zur traditionellen Montagsdemonstration versammelt. Hauptforderung der Kundgebungsteilnehmer war die Verwirklichung der deutschen Einheit.
Nach Angaben der DDR-Nachrichtenagentur ADN wurden Redner, die zu Besonnenheit auf diesem Wege aufriefen, ausgepfiffen. Von sofort an entfällt nach einem Beschluss der Bundesregierung die Stichprobenkontrolle des privaten Postverkehrs zwischen der Bundesrepublik und der DDR durch den Bundesdeutschen Nachrichtendienst. Staatsminister Stavenhagen begründete die Entscheidung heute mit weitgehenden Veränderungen im politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereich. Private Telefonanschlüsse seien in der Vergangenheit nicht überwacht worden und würden auch zukünftig nicht kontrolliert. Die Zahl der Übersiedler ist in der vergangenen Woche nur leicht zurückgegangen. 14.500 DDR-Bürger kamen in die Bundesrepublik, 300 weniger als in der Woche zuvor. Seit dem 1. Januar stieg ihre Zahl damit auf 62.900. Nach dem Bau der Mauer vor 29 Jahren siedelten nach Angaben der Ministerin für innerdeutsche Beziehungen Wilms mehr als 1 Million Menschen in den Westen über. Im Januar wurden außerdem 38.200 Aussiedler aus Ost- und Südosteuropa im Bundesgebiet aufgenommen. Stark gestiegen ist die Zahl der Asylbewerber. Im Januar meldeten sich rund 13.200 Menschen nach 10.500 im Dezember letzten Jahres. Nach Angaben des Innenministeriums schlug besonders die Zahl der Vietnamesen mit fast 2.000 Personen zu Buche. Die meisten von ihnen hatten die offenen Grenzen genutzt, um aus der DDR in die Bundesrepublik und nach West-Berlin einzureisen. Die Europäische Gemeinschaft hat den Weg für eine enge Zusammenarbeit mit den reformwilligen Ländern Mittel- und Osteuropas freigemacht. Die EG-Außenminister beschlossen heute in Brüssel, ihnen Assoziierungsabkommen anzubieten. Das Angebot ist allerdings an Bedingungen geknüpft, wie freie Wahlen noch in diesem Jahr und die Schaffung marktwirtschaftlicher Strukturen. Eine Sonderrolle spielt die DDR, der das Recht auf Vollmitgliedschaft eingeräumt wird. Die Sowjetunion ist zunächst ausgeklammert. Eine Absage erteilte die EG der Türkei. Nach einem Beschluss der Außenminister sollen vorerst keine Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden. Als Grund wurde die große wirtschaftliche Kluft und Mängel bei der Achtung der Menschenrechte genannt. Für den Anschlag auf einen israelischen Reisebus bei Ismailia in Ägypten haben heute zwei arabische Organisationen die Verantwortung übernommen. Eine davon ist die Fundamentalistengruppe Islamischer Heiliger Krieg. Der Bus war gestern auf der Straße nördlich von Kairo zum Halten gezwungen und beschossen worden. 10 israelische Touristen und 2 ägyptische Sicherheitsbeamte kamen ums Leben. Die Verletzten wurden nach Israel gebracht. Israelische und ägyptische Politiker werteten den Anschlag als Versuch, die Friedensbemühungen im Nahen Osten zu gefährden. Die Kämpfe zwischen den verfeindeten christlichen Milizen in und um Beirut gingen noch heute weiter. Dabei zeichnen sich Erfolge der Truppen von General Aoun ab. Keine der kämpfenden Parteien beachtete die Bitte mehrerer Krankenhäuser um eine Feuerpause, um dringend benötigtes Material zur Versorgung der vielen Verletzten zu beschaffen. Seit Ausbruch der Kämpfe vor 6 Tagen sind mehr als 250 Menschen getötet und etwa 1.000 verwundet worden. Noch immer gibt es keine Anhaltspunkte, wer den Sprengstoffanschlag auf die Hauptverwaltung des Stromkonzerns RWE in Essen verübt hat. Die Polizei hält politische Motive für möglich. Der Sprengsatz war gegen Mitternacht an der Rückfront detoniert. 2 Nachbarn erlitten Schocks, am Gebäude entstand Sachschaden. Nach dem Anschlag hatte ein Anrufer einer Essener Zeitung mitgeteilt, das RWE-Gebäude sei in die Luft geflogen. Nun folge das Rathaus. Dort wurde aber kein Sprengsatz gefunden. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 6. Februar. Das Satellitenbild zeigt heute über Deutschland keine Wolken. Tiefausläufer werden von einem Wolkenstreifen angedeutet, der vom Seegebiet westlich der Biskaya über die britischen Inseln und Skandinavien bis nach Osteuropa reicht. Das Hoch mit Schwerpunkt über Norditalien wandert in östlicher Richtung, bleibt jedoch für Deutschland wetterbestimmend. Die Vorhersage für morgen: In den Frühstunden stellenweise Reifglätte. Tagsüber nach Auflösung von Nebelfeldern sonnig. Tiefste Temperaturen im Norden um 4, im Süden um 0, in Bayern bis minus 4 Grad. Tageshöchsttemperaturen 8 bis 13, am Rhein stellenweise bis 17 Grad. Schwacher, im Norden mäßiger bis frischer und böiger Wind aus südlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten: am Mittwoch von Westen her starke Bewölkung, besonders im Norden Regen, mild, vor allem in der Mitte und im Norden sehr windig.
Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. Wahlkampf in der DDR, ist Bonner Hilfe unerwünscht, und Gorbatschows Vorstoß, Diskussion um den kommunistischen Monopolanspruch.